herzlich willkommen bei Guck mal. Heute mal wieder eine italienische Spezialität, den Lieblingsbraten der Italiener, Porchetta. Was ist Porchetta? Porchetta ist eigentlich ein Schweinerollbraten, so wie wir ihn hier in Deutschland auch kennen, aber natürlich italienisch zubereitet, und das heißt mit ganz viel Kräutern. Lassen Sie sich den Schweinebauch bitte ausnehmen, das heißt von Knochen und Knorpeln entfernen. Von Ihrem Metzger nehmen Sie wirklich gute Bioqualität, das zahlt sich einfach immer aus. Wie sieht die Marinade aus? Wir brauchen dazu Thymian, wir benötigen Rosmarin, Salbei, Knoblauch, Zitronenabrieb, gutes Meersalz, frischen Pfeffer und Olivenöl. Von allem immer circa 1,5 bis 2 Esslöffel, je nachdem, wie groß das Fleischstück ist. In diesem Fall habe ich hier 2,5 Kilo, also ich habe von jedem 2 Esslöffel genommen, außer natürlich vom Salz, da braucht man höchstens 2 Kaffeelöffel. Das Ganze habe ich dann in einem Mörser schön zerkleinert und dann kommt diese schöne aromatische Pasta heraus. Für die Paste ist es wichtig, dass Sie, bevor Sie das Fleisch einreiben, es bitte mit Alufolie oder Glasichtfolie abdecken und eine Stunde lang ziehen lassen, damit die Aromen richtig wirken können. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie dann die Folie aufmachen, riecht das unheimlich gut. So, eine Stunde Zeit haben wir jetzt. Bis gleich. So, nach einer Stunde ist die Paste gut durchgezogen und bereit auf dem Schweinebauch zu marinieren. Bevor wir das aber tun, einen kleinen, ganz wichtigen Hinweis. Wenn wir den Rollbraten zubereiten, soll die Schwarte wirklich nur außen rum sein und nicht mit eingerollt werden. Und deshalb rollen wir von der Seite ein, wo mehr Fleisch ist, rollen es hier so ein und schauen mal, wie weit das hier überlappt. Markieren das kurz hier an dieser Seite und wir sehen, dass wir hier noch ein bisschen Schwarte wegnehmen müssen. Was tun wir jetzt? Nehmt da bitte ein scharfes Messer für, weil sonst zerreißt ihr das ganze Fleisch. Wir nehmen das jetzt mal so ab und das müsste dann eigentlich auch gut sein. Seht ihr so? Und dann sehe ich, wie hier der Rollbraten schön zusammenklappt und den werden wir jetzt marinieren. Dazu nehmen wir die Paste, die unheimlich riecht. Leider gibt es noch kein Geruchsfernsehen, sonst würdet ihr das merken. Und wir schmieren wirklich die ganze Paste hier auf dieses Fleisch in alle Ritzen und Rillen. Richtig schön einmassieren. Nehmt dazu bitte keine Handschuhe. Wascht euch vorher die Hände, ihr könnt wesentlich besser so arbeiten. Und ihr seht, wie das hier schön verteilt wird. Eine ganz schöne Menge. Viel Knoblauch drin, wie gesagt Zitronenabrieb. So, und jetzt rollen wir das, den Rollbraten schön ein und wickeln es dann einmal mit Garn, den ich hier habe, und das tun wir jetzt. Es ist vollbracht. Die Porchetta ist vorbereitet, hier mit Garn umwickelt, wie ein Rollbraten, wie ihr das kennt. Und jetzt, gut Ding will Weile haben, packen wir das Ganze in Glasichtfolie ein. Am besten das ganze Fleisch in Glasichtfolie verpacken, dann kann es gut 24 Stunden marinieren und dann werdet ihr sehen, dass das Aroma in das Fleischmong eindringt. So, jetzt habe ich hier kaum noch Folie, aber das macht nichts. Wir nehmen den Rest Alufolie und marinieren das dann bis morgen. 24 Stunden ist genau die richtige
Zeit dafür. Nach 24 Stunden Marinade ist der Schweinebauch soweit, um auf den Grill zu kommen. Ich hatte gestern den Schweinebauch eingelegt in verschiedenen mediterranen Kräutern und habe vergessen zu erwähnen, dass natürlich Fenchel auch dazu kommt. Das ist mir beim Anschauen des Videos aufgefallen. Also bitte noch 2 Esslöffel Fenchel dazugeben. Ist natürlich jetzt hier in der Marinade auch drin. Aber jetzt wieder zurück zum Stück Fleisch. Ihr seht hier meinen Spieß, der ist hier wirklich wichtig. Ohne diesen Spieß geht das nicht wirklich gut. Und hier stechen wir den durch. Das geht ganz einfach, weil da ist ja gerollt der Braten. Und dann spieße ich das hier wirklich ganz feste drauf. Ich mache von der anderen Seite den Verschluss. Auch wieder richtig schön reinstecken, damit das Stück Fleisch schön fixiert wird. Und dann geht es auch schon auf den Grill. Idealerweise bei 160 bis 180 Grad für circa 2 bis 2,5 Stunden. Ihr seht hier den Schweinebauch aufgespießt und er dreht wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt lassen wir ihn auch in Ruhe für mindestens 1,5 Stunden und dann schauen wir nach, wie es schaut und dann werden wir die Kruste nochmal richtig präparieren. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Nach 1,5 Stunden schauen wir uns den Schweinebauch mal an, den Porchetta, und oh, guckt euch das mal an. Das ist wirklich ein Prachtstück geworden. Ihr seht, die Kruste hat schon die richtige Farbe. Um sie noch ein bisschen mehr aufploppen zu lassen und noch ein bisschen härter werden zu lassen, gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick, nämlich Salzwasser. Salzwasser entzieht der Haut das Wasser, das restliche Wasser, und damit wird die Kruste dann richtig schön kross. Und das mit dem Salzwasser zeige ich euch jetzt. Ich habe hier so eine Sprühflasche, hoch verdünntes Salzwasser, das besprühen wir jetzt mal so alle 5 Minuten, die nächsten 10 Minuten, und dann dürfte der Braten auch schon fast gut sein, aber das schauen wir uns dann gleich noch mal. Nach fast 2 Stunden ist die Porchetta fertig und wir schauen uns das Wunder mal an hier. Guckt mal her, die Kruste ist aufgepoppt durch das Salzwasser, das sehen wir hier richtig, richtig schön. Und die Kerntemperatur liegt jetzt ungefähr bei 65, 68 Grad, das ist vollkommen in Ordnung. Und wir nehmen die Kette jetzt hier raus. Nehmen die vom Spieß und jetzt wirklich ganz wichtig, nicht direkt aufschneiden, einfach nur vom Spieß nehmen. So, ganz vorsichtig, hier natürlich auch, so ein bisschen gelöst. Und jetzt sehen wir die ganze Porchetta hier vom Spieß und lassen das Ganze für circa 20 Minuten, halbe Stunde ruhen, damit sich das Fleisch setzen kann und es beim Aufschneiden einfach nicht ausläuft, die Flüssigkeit, und gönnen dem Stückchen Fleisch jetzt einfach ein bisschen Ruhe nach den ganzen Strapazen. Wir sehen uns dann in circa einer halben Stunde. Die Porchetta hat geruht und jetzt schneiden wir sie auf. Ich bin schon ganz aufgeregt und habe natürlich wahnsinnigen Hunger. Beim Aufschneiden denkt bitte daran, ein Sägemesser zu benutzen, wegen der wirklich krossen Haut. Ich schneide jetzt erstmal den Rand hier ab, der ist auch ohne Haut. Guckt euch das mal an. Und jetzt geht es hier an das Eingemachte. Porchetta, wie sie sein soll. Mit einer schönen krossen Haut innen die Kräuter, sie duften, und dazu gibt es ein bisschen Gemüse, vielleicht Brokkoli in dem Fall, und Ofenkartoffeln.
Und ihr fragt euch sicherlich, was man dazu trinkt. Dazu kann man natürlich Bier trinken, muss man aber nicht. Hier gibt es zwei Alternativen an Wein. Einmal vielleicht einen kräftigen Barrique Chardonnay oder wie heute im Glas einen klassischen schönen Chianti. Der passt hervorragend. Also lasst es euch schmecken. Ich tue es jetzt bestimmt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Guck mal.